Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter. Wir sind hier immer noch in der Höhle unterwegs, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Jetzt werden wir aber die Höhle direkt verlassen und ich hoffe, meine Tastatur funktioniert gleich wieder vernünftig, damit ich genau meinen Stoppuhr wieder habe. Und jetzt gehen wir hier raus und ich bin gespannt, was wir noch so an Quests haben, weil irgendwie habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, was die Quests angeht. Ziel erfüllt. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht irgendwie Quests wieder abgeben oder sowas. Schauen wir einfach mal. Aber das sieht aus, als ob wir hier in irgendein Gebiet kommen, wo wir bisher noch nicht waren. Und dann bin ich mal gespannt, ob es fürs Level-Up reicht. Ich bezweifle das bald, dass wir da irgendwie ein Level-Up bekommen für. Weil wirklich viele Erfahrungspunkte gab es ja nicht. So, das Geld nehmen wir mit, den Trank nehmen wir auch mit. Die Sachen, die Tränke können wir später alle auf die Bank packen, das ist, sollte gar kein Problem sein. Und das sieht sogar aus, als ob wir hier zum Quest abgeben gehen. Finde ich jetzt nicht so pralle, aber nun gut. Oder, machen wir das? Ich weiß gar nicht, wieso, welche Quest ist denn ausgewählt, die wir abgeschlossen haben, will ich doch gar nicht. Die würde ich ganz gerne angewählt haben. Rückeroberungsfels? Ne, Moment, die will ich gar nicht haben. Welche will ich denn haben? Wo ist sie denn mit dem Rückeroberungsfels? Die soll auch erst nochmal ausgeblendet werden, bitte. Können wir die überhaupt ausblenden? Ja, können wir. So, welche Quest wollen wir denn haben? Wachsam bleiben. Was war das? Das ist, glaube ich, richtig. Genau, wir sollen zu dem zurückkehren. Das möchte ich aber auch noch nicht. Was haben wir denn überhaupt? Ich blick nicht mehr durch. Die ist abgeschlossen, das heißt, die kann ausgeblendet werden. So. Abgeschlossen, abgeschlossen. Die können wir sowieso nicht. Heldenhafte Begegnung, die können wir schon mal einblenden und verfolgen. Ich habe keine Ahnung, warum die uns nicht gezeigt wird. Waldläuferrettung abschließen, ich habe keine Ahnung. Die können wir einblenden. Die wird uns auch nicht angezeigt. Was zur Hölle? Verdammt! Wird uns die angezeigt? Jo, die wird uns angezeigt. Ich bin begeistert. Wird uns die angezeigt? Nein, die wird uns nicht angezeigt. Ich bin maßlos begeistert. Aber wieso so... Hä? Wo will der denn jetzt schon wieder mit uns hin? Ich gebe erstmal ab. Ich gebe erstmal ab. Was haben wir da? Der Tod der Gezeiten, des Gezeitenmeisters wird sich sicherlich die Moral des Eisen-Echsenvolkes dämpfen. Gut gemacht. Okay, hier haben wir die nächste. Dass sich nun nicht länger so viele dieser aquatischen Rohlinge hier herumtreiben, wird sicherlich eine Erleichterung für uns sein. Okay, das haben wir alles abgeschlossen. Sehr schön, dann geben wir hier nochmal eine Quest ab. Da könnten wir sogar schon wieder neue annehmen. Ich bin begeistert. Silberschlag. Das ist das Erz, nach dem wir suchen, bei Demetrions geheimem Schätzen. Es ist wirklich gut, euch dabei zu haben. Ich stehe in eurer Schuld. So, was ich jetzt aber in der Tat nicht ganz verstehe, ist was... Ach, wir müssen 100 Gegner an der Küste der Ertrunkenen töten. Ach, hör auf, ich sehe gerade, was das Problem ist. Das Problem ist, wir haben hier... Die müssen wir ausblenden, bitte. Moment. Die müssen wir ausblenden, weil die gehört hier zu Charanda. Die müssen wir auch ausblenden, die gehört nämlich auch zu Charanda. Die könnten wir eigentlich mal einblenden. Die weg, das ist Charanda-Quest. Wir haben jetzt nur noch die 100 Viecher und dann irgendwas mit den Waldläufern. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir die Waldläufer suchen sollen. Machen wir erstmal die mit den 100 Viechern, wa? Wir gucken mal eben ganz kurz auf die Map. Ich habe völlig den Überblick verloren, ey. Händler in Not? Das ist irgendwas anderes? Ey, Freunde, ich glaube, ich bin zu blöd hier für dieses Modul oder wo wir hier auch immer sind. Ich hab wirklich keine Ahnung.
Ich habe null Ahnung, was ich hier alles machen muss und wo diese hässlichen Waldläufe sind. Vielleicht muss ich die Quest gleich nochmal lesen. Ich denke mal, das werde ich gleich mal tun, aber jetzt schlachten wir uns erstmal hier so einen Weg durch und erkunden erstmal die komplette Umgebung. Vielleicht hilft uns das schon weiter. So, 11 Gegner fehlen uns noch. Das sieht schon mal gut aus. Das ist ein Rundgang. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal gewesen. Meine ich zumindest. Das müsste irgendein Instanzeingang gewesen sein, beziehungsweise ein instanzierter Bereich. Und wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt... Wo sind wir denn da? Wir haben hier ja noch gar nichts erkundet, Heiligsblechle. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ist das hier richtig? Nö, das ist falsch. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Weil die uns jetzt gerade einfach mal angegriffen haben. Natürlich haben die anderen uns jetzt auch angegriffen. Was soll's? Aber ist eigentlich gar nicht schlecht, dass sie uns angegriffen haben, weil dadurch kriegen wir ordentlich an Kills dazu. Sehr schön, da ist auch unsere Trulla wieder am Leben, auch wenn die jetzt ordentlich einen auf den Sack gekriegt hat von den Viechern. Ist uns aber auch relativ. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier einmal hoch. Und dann müsste da irgendwie gleich auch der Ausgang sein. Das sind auf jeden Fall die letzten drei, die wir hier schlachten müssen. Da ich keinen Bock gerade habe, stundenlang auf dem Mobs hier rumzuhauen, machen wir uns einfach mal groß. So, schön. Das mit dem Fisch haben wir auch abgeschlossen. So, dann können wir die nämlich auch schon mal wieder wegmachen. Und können uns dann um die heldenhafte Begegnung kümmern. Wo ich mich jetzt aber frage, wo die wohl sein könnte. Das ist der Kultistenhinterhalt. Kultistenhinterhalt, Waldläuferrettung. Oder breche ich die Quest ab und mache was anderes? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin maximal verwirrt, gerade so ein wenig. Wir geben mal eben kurz die Quest ab, die wir da gerade abgeschlossen haben. Boah, krass, erfahrungstechnisch hat das uns ja überhaupt gar nichts gebracht. Ich bin maßlos begeistert. Das ist der Wahnsinn. Gut, was sagt ihr? 100 Tote? Hm? Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht solltet ihr euch überlegen, den Zentarim beizutreten. In der Zwischenzeit gibt es immer noch viele Feinde zu erschlagen. Ich möchte die Quest aber nicht nochmal machen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Die haben hier immer... Wieso habe ich denn hier noch zwei Quests? Moment, was ist denn das andere, was wir da noch angenommen hatten? Schließe 16 Wachsamkeitsaufgaben im Minengebieten der Küste der Ertrunkenen ab. Ach du Scheiße, so funktioniert das also. So müssen wir das also machen. Okay, dann müssen wir ja doch noch ein paar annehmen, wa? Dann nehmen wir halt noch ein paar von den Dingern an. Was soll's? Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Töte Seefitte im Minengebiet der Küste der... Seevettern, die haben wir, glaube ich, noch nicht angenommen. Ich lese das jetzt nicht mehr vor. Die wiederholbaren Quests lese ich definitiv nicht mehr vor. Heilende... Hallo? Hä? Wieso ging heilende Ernte jetzt nicht mehr? Ziel Riplet, Molly, keine Ahnung was. Nehme ich an. Alandas Kopfgeld. Nehme ich auch an. Olyndra, okay. Gut, damit haben wir wieder ein paar Quests abgeschlossen. Wir können, beziehungsweise angenommen.
Ich würde sagen, gehen wir dann erstmal hier weiter und schlachten wieder irgendwelche Viecher. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, aber wir müssen halt erst 16 von den scheiß Quests machen. Schauen wir einfach mal. Wir müssen wieder da rein. Ich bin begeistert. Aber wieso denn in den Minen? Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist auch irgendwie ist das doch kackig, oder nicht? Dass wir jetzt alles nochmal machen müssen. Na, mal gucken, wie lange ich das durchziehen werde. Also ich denke mal, dass ich jetzt erstmal hier so ein bisschen mit euch das noch machen werde und dann muss ich echt mal schauen. Ansonsten gehen wir mal ins andere Gebiet oder sowas alles. Wichtig ist mir ja, dass wir zumindest das so lange machen, bis wir diese Hauptquest abgeschlossen haben, die uns ja gesagt hat, dass wir 16 von den Nebenquests abschließen sollen. Und wenn dann nochmal sowas kommt, dann muss ich mir echt was überlegen für dieses Let's Play, weil irgendwie kann das ja nicht... interessant sein, wenn wir ständig dasselbe machen müssen. Auch wenn jetzt viele verschiedene Quests hier sind, aber nun gut. Müssen wir mal schauen. Was würdet ihr denn vorschlagen, was wir hier mal machen könnten, wenn es jetzt wirklich so ist, dass wir... wieso muss ich denn jetzt wieder zurück? Was wir hier sonst noch so machen können. Das würde mich mal interessieren, ob ihr da irgendwie eine Ahnung habt oder sowas. Denn ich kann mir nicht wirklich... Was ist das denn hier schon wieder? Ist das hier wieder der Ausgang? Das ist doch der Ausgang. Wieso schickt mich denn die Quest jetzt wieder zum Ausgang? Weil wenn ihr da irgendeine Ahnung habt, was man sonst noch so machen könnte hier im Spiel, damit ein bisschen Abwechslung geboten ist, das wäre nämlich sehr hilfreich, auch für mich, weil... Wenn ihr da selber keinen Bock dran habt, ständig dasselbe zu sehen, so wie ich, dann wäre das ganz interessant für mich zu wissen. So, ich gehe jetzt einfach mal weiter durch die Mine durch. Ich habe keine Ahnung, warum mich diese blöde Quest in die Mine schickt und dann hinterher wieder rausschickt. Das kann ich euch echt nicht sagen. Was kann denn eigentlich die zweite Fähigkeit? Okay, die zweite Fähigkeit war jetzt irgendwie sinnfrei. Oh, aber da haben wir einen Questgegenstand bekommen. Das finde ich natürlich schon wieder sehr schön. Wie viel brauchen wir da? 10 Stück? Ihr wollt mich doch veralbern. 10 von den Scheißdingern müssen wir sammeln. Ich nehme die natürlich gerne, weil ich ja hoffe, dass hier von diesen komischen Muscheln noch ein paar droppen. So. 1, 2. Schade, war nur 2. Aber immerhin. Haben wir jetzt schon mal 3 davon. Aber 2 von 12 von diesen komischen Vetteln finde ich jetzt auch nicht so pralle. Naja, was man hier alles so tut für die Quests und für Level 70. So, damit haben wir dann schon mal 3. Und wir gehen weiter. Wenn ich bedenke, dass ich das jetzt wirklich noch 7 Level weiterführen müsste, dann würde ich einen mittelschweren Kackreiz kriegen. Ich hoffe ja echt, dass die Entwickler von Cryptic das nicht so gemacht haben. Wenn ich weiß, wer die Entwickler von Cryptic sind, beziehungsweise wer Cryptic ist, das ist, sind die Macher von Neverwinter. Die Cryptic Studios. Weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, wie den ganzen Tag nur tägliche Quests zu machen. So, noch eine Muschel nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. Hier, komm, friss den. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und weiter geht's. 4 zu 4. Ist jetzt keine gute Ausbeute, die wir in diesem Part hatten, aber nun gut. Beklagen bringt ja nichts. Dafür ist hier auch kaum was los. So, das habe ich mitgenommen.
Und hier haben wir auch schon wieder die nächsten Trolllappen. Achso, der ist schon wieder hin. Okay. Gut, das kann ich damit leben. So, hier haben wir wieder irgendeine Kiste. Da müsste ich vielleicht auch nochmal gucken, weil ich hatte zwar schon öfters mal gesagt, dass ich die Kisten auch gerne aufmachen würde, aber mittlerweile ist mir das echt zu teuer. Deswegen würde ich eher vorschlagen, wir gucken mal, ob wir die Kisten auch irgendwie verkaufen können im Auktionshaus oder sowas. Das würde dann ja auch theoretisch der Gilde zugutekommen, indem wir größere Bankfächer holen können, beziehungsweise mehr Bankfächer. Müssen wir mal schauen. Wobei, so wie ich die... Obwohl, eigentlich müsste man, wenn man die sogar auf der Gildenbank lagern kann, müsste man die eigentlich auch verkaufen können. Aber kauft das jemand? So oft wie die gedroppt werden, kann ich mir das kaum vorstellen. So, die alten könnte ich mir vorstellen, dass die noch was wert sind, weil davon haben wir ja auch Unmengen auf der Bank liegen. Müssen wir mal schauen. Und wo ich gerade so von Gilden und sowas spreche, es ist, besteht immer noch die Möglichkeit für euch, wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt, weil es ist komplett Free-to-Play. Ihr könnt alles komplett kostenlos in diesem Spiel spielen, ohne überhaupt einen Cent ausgeben zu müssen. Da und Bock drauf habt, mit mir zusammen und mit den anderen in einer Gilde zu spielen, dann schreibt doch einfach einen Kommentar unter das Video und ich nehme euch dann beim nächsten Mal direkt auf, wenn ihr online sein solltet. Schreibt mir einfach eine Nachricht, ich schicke dann eine Einladung raus. Ich weiß gar nicht, ob das nur funktioniert, wenn ihr online seid oder was. Da muss ich mir auch nochmal kurz erkundigen. Aber, wie gesagt, ihr könnt ganz sehr gerne mit in die Gilde kommen, könnt mit davon der Gilde profitieren, von unseren hochstufigen Charakteren. Und dann wird es auf jeden Fall demnächst dann auch mal so weit kommen, dass wir auch, dass ich mal einen Termin mit euch zusammen mache, wo wir dann alle zusammenspielen. Zu mehreren Leuten. Machen wir mehrere Fünfergruppen auf und gehen einfach ohne Quests hier in der Umgebung ab. Was ist hier noch? Ein grünes Teil, was wir mitnehmen. Sehr schön. Was brauchen wir? Wir haben jetzt 8 Muscheln und 5 von 12. Und hier sind wir auch schon wieder beim Ausgang. Ich bin begeistert. Ach, gehen wir erstmal hier zum Ausgang. Wenn ich der Questvater jetzt wieder reinschicke, ne, dann flipp ich aus. Dann drehe ich durch. Und man sieht schon, der Questpfad, der zeigt schon wieder in die Höhle rein. Das finde ich ja mal sowas von uncool. So, da haben wir noch eine Muschelkoppen. Eine Muschel will ich zumindest noch haben in diesem Part. Damit wir das dann auch schon mal abgeschlossen haben. Das sind wieder die Höheneingänge beide, wa? Ach nee, scheiße, hier sind diese Echsenviecher. Das ist natürlich wieder kacke, wir dürfen noch nicht zu den Echsenviechern. Wir müssen... Moment, hier sind auch Echsenviecher. Wir müssen bei den Trollen erstmal bleiben, glaube ich. Oh, da müssen wir echt wieder in die Höhle rein, das wäre ja echt so ätzend. Das wäre wirklich so unsagbar ätzend. Ich habe gerade eine ganz andere Idee. Wir gehen jetzt hier. Wir gehen jetzt weiter in das Gebiet rein. Und schaut mal, ob wir da noch irgendwie was finden. Und ihr hört und merkt schon, meine Nase setzt sich langsam wieder zu. Oh, was haben wir denn da? Bist du jetzt irgendwas, was ich brauche? Wow, 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 was ist hier los? Was ist hier los? Liebe Freunde, hört mal auf. Hört mal auf mit dem Scheiß. Was zur Hölle? Heiligsblechle, ey. Unglaublich. Aber wir haben irgendein Ziel erfüllt. Ich weiß nicht, wo... Achso, wir haben die komischen Muscheln gesammelt. Deswegen haben wir Ziel erfüllt. Na gut. Was haben wir da unten?
So, 7 von 9 haben wir schon getötet. Das können wir nicht einsammeln, weil wir noch irgendwie im Kampf verwickelt sind. 8 von 9. Und da haben wir auch irgendwen, den wir befreien sollen. Wo soll der sein? Hier oder was? Ach, da. Verstärkung kommt. Verstärkung des Echsenvolkes töten. Ach, da haben wir sie schon. Großer Erfolg, sehr schön. Wir haben hier irgendwas abgeschlossen. Eine Belohnung abholen. Steuerung F wäre das. Wir drücken aber mal einfach... Warte, erstmal gehen wir hier raus, bevor wir hier wieder in der Scheiße sitzen. Was haben wir denn da? Machen wir F2 und geben da einfach Belohnung abholen. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Elementarerde in Gegenstand, okay. Und was ist das hier? Irgendein Behälter mit Elementarwasser. Soll mir recht sein. Wir jetzt in die Quest da auch abgeschlossen oder war das wieder was anderes gewesen? Ziel abgeschlossen. Oh, heldenhafte Begegnung. Das war sogar die Begegnung, die wir brauchten. Sehr schön. Das heißt für uns, ich werde jetzt nochmal eben kurz die Quest abgeben. Ich werde die Quest auch nicht nochmal vorlesen, wenn wir sie abgegeben haben. Und da werden wir dann an dieser Stelle erstmal die Aufnahmesession beenden. Wir haben ja jetzt doch ein bisschen wieder was geschafft. Plus mit der heldenhaften Begegnung zusammen und sowas alles so abgeben. So, sehr schön. Haben wir hier sonst noch irgendwas fertig? Da haben wir noch was fertig. Irgendein Kopfgeld. Gut, und ansonsten müssen wir eine Molly besiegen und herausfordern. Wie schaut es jetzt hier aus? Bei wachsam bleiben. Wir sind jetzt bei 5 von 16. Also wir haben auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession hier noch gut mit den Quests zu tun, die wir hier so haben. Ja, wie gesagt, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wollt ihr das weitersehen? Also diese 16 Quests werde ich auf jeden Fall noch machen. Sollte jetzt nach diesen 16 Quests, die wir hier machen, nochmal sowas kommen, dass wir hier nochmal in dem Gebiet 16 Quests machen müssen für so eine Hauptquest, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was wir sonst anders machen könnten oder wo wir sonst woanders hin könnten, wo es Sinn für uns macht. Könnt ihr mir alles gerne unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.